andere, wo Omar und Farid und wo alle noch am Schlafen sind, bin ich schon 8 Uhr wach und mache schon meine ersten Sachen mit Eugen, drehe irgendwelche Sachen ab und bespreche meine Sachen mit Ralf und mit dem Mohamed. Ralf und Mohamed sind meine beiden Manager und Eugen ist Banger Musik Films. Also er filmt alles, was mit Banger Musik, alles was mit Banger Musik zu tun hat, macht der liebe Eugen. Und wir sind dann halt sehr früh schon wach und geben richtig Gas und arbeiten 1000 Sachen ab. Die 48-Stunden-Kampagne. was habe ich mir da eingebrockt? Also wir haben eine 48-Stunden-Kampagne gemacht. Wenn ihr es jetzt seht, dann habt ihr es vielleicht schon fast schon wieder vergessen. Aber ich habe die Leute echt 48 Stunden lang penetriert mit dieser Aktion Menschgeschichte. Dass jede Stunde ein Foto erscheint, beziehungsweise ein Bild auf Insta und Facebook. Und das immer mit Emotionen und Bildern verknüpft ist. Und wir den Leuten so eine Message geben wollten, von wegen, dass man keine Vorurteile und so haben soll. Und wir haben abgesehen von diesem Köln-Konzert auch noch diese 48-Stunden-Kampagne halt aufgenommen.